Herzlich willkommen zu AG Smart. Heute erleben wir erstmals ein Interview exklusiv für AG Smart Infodienst mit der im zugehörigen Fachgebiet bekannten und sehr ausgewiesenen Expertin Naturheilkunde im Bereich Darmerkrankungen, Frau Heilpraktikerin Sandra Sauer-Becker. Sie steht uns zur Verfügung. Sie lebt in Düren-Langewehe und ist nicht nur eine erfahrene Fachfrau auf dem Gebiet Darm, sondern sie hat gerade erst jetzt eine noch weitere zusätzliche Qualifikation erworben. Mit dieser Qualifikation ist Frau Sauer-Becker noch besser befähigt, in Sachen naturheilkundliche Prävention und Heilung von Darmerkrankungen. Sie kann also den Patienten noch besser helfen. Frau Sauer-Becker ist uns jetzt hier per Skype zugeschaltet und ich hoffe, dass technisch alles gut funktioniert. Schließlich ist es das erste Mal, dass wir so ein Interview über AG Smart oder für AG Smart führen online. Guten Tag, Frau Sauer-Becker. Guten Tag, Herr Ulrich. Sie sind jetzt mit AG Smart Infodienst direkt zugeschaltet. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit schon im Voraus und ich freue mich sehr, dass Sie für unsere Fragen zur Verfügung stehen. Unsere Interessenten und AG Smart Anhänger interessieren sich besonders für Methoden zur Prävention vor Krankheiten und zur Heilung von Erkrankungen, die ohne Nebenwirkungen, ohne Risiken und ohne Gefahren genutzt werden können. Das gilt für alle Erkrankungen, die uns potenziell so gefährlich bedrohen. In unserem Programm AG Smart haben wir schon längst gelernt, wie wichtig das Immunsystem zur Abwehr von Erkrankungen und zur Reparatur von Zelldefekten ist. Das gilt in bemerkenswertem Maße bei Krebserkrankungen. Nun lese ich auf Ihrer Xing-Darstellung, Frau Sauer-Becker, dass der Darm für 80% Aufbau des Immunsystems verantwortlich ist. Das Immunsystem sollte uns ja besonders schützen, auch vor Krebs. Würden Sie uns bitte über die Beteiligung des Darms am Immunsystem etwas mehr mitteilen? Wie kann der Darm das leisten? Wir würden sehr gern viel mehr wissen darüber, über dieses offensichtlich sehr, sehr wichtige und meines Erachtens von vielen Menschen unterschätzte Organ unseres Körpers. Wenn man sich das aus der Embryonalentwicklung heraus betrachtet, entwickelt sich der Darm aus den drei Keimblättern heraus. Diese drei Keimblätter sind für die Struktur und für den Aufbau der Organe zuständig. In den neuesten Erkenntnissen hat man entdeckt, dass diese Strukturen sich auch im Gehirn widerspiegeln, sodass man heutzutage von einer Bauch-Hirn-Achse spricht. Mit der normalen Spontangeburt wird eine hohe Keimzahl an das neugeborene Baby durch den Scheidenkanal versorgt, sowie über die Muttermilch werden den Kindern dann entsprechende Bakterien über die Milch zugeführt. Das heißt, das Kind wird auf normalen Wege direkt schon mit einem Immunsystem, mit speziellen Darmbakterien halt direkt ausgestattet. Jedoch ist es leider so, dass sich aufgrund der hohen Kaiserschnittraten und oft der stressigen Situationen der Mütter sich halt auch weniger Mütter entscheiden zu stillen, dass sich dadurch halt die Besiedlung des Darms nicht mehr so vonstatten gehen. Das heißt, mit dem Kaiserschnitt erhält die Mama auch eine Antibiotikagabe und das Kind kommt natürlich halt auch mit den Krankenhauskeimen in Kontakt. Das heißt, es kommt da halt schon zu einer Schwächung des Immunsystems. Schaut man sich jetzt nochmal die anatomischen Strukturen des Bauchraums etwas genauer an, stellt man fest, dass der Darm zu etwa 80% des Immunsystems zuzuordnen ist. Wenn man sich jetzt nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe des Bauchraums reinschaut, da sieht man dann halt auch, dass der Darm mit einem Nervengeflecht verbunden ist. In diesem Nervengeflecht, da liegen ca. 100 Billionen Nervenzellen. Daher sprechen wir auch gerne von unserem Sonnengeflecht, dem sogenannten Solarplexus. Rund um den Darm liegen auch noch Lymphknoten und Lymphbahnen, die an das Immunsystem mit angeschlossen sind. Der Darm hat eine ungefähre Gesamtlänge von 7 Metern. Innerhalb dieser Darmschichten sind Immunzellen aktiviert. Die Besiedlung des Darms wird heutzutage auch als Mikrobiom bezeichnet. Man hat festgestellt, dass durch Zerstörung der Bakterien des Darms die Symbiose nicht funktioniert. Man muss sich das bildlich so vorstellen wie eine große Kommunikationsstation. Das heißt, jede unterschiedliche Darmbakterie kommuniziert mit einer anderen. Sie kann aber nur mit anderen Bakterien zusammenarbeiten, wenn die Verständigung miteinander funktioniert. Unsere ganze Ernährung, die Umweltgifte, die Farbstoffe, die Konservierungsstoffe, unsere Nahrungsmittel, die vielen Medikamente, die unsere Patienten
einnehmen, verändern das normale Milieu unseres Mikrobioms. Das heißt, die anderen Organe, die an der Verdauung beteiligt sind, wie zum Beispiel der Magen oder die Leber, werden auch an ihren Aufgaben gehindert. Gerade bei sehr chronisch kranken Patienten ist das oftmals sehr schwierig. Die Medikamente sind auf der einen Seite lebensnotwendig, wie zum Beispiel der Beta-Blocker oder das Marcomar, dennoch greift es leider in den Leberstoffwechsel stark ein. Viele Patienten bekommen zur besseren Verträglichkeit, damit sie halt nicht so viel Magensäure produzieren, ein Magenschutzpräparat verabreicht, das die Säureproduktion reduziert oder sogar verhindert. Gleichzeitig wird aber auch die Vitamin B12-Aufnahme behindert. Dieses B-Vitamin ist halt ganz besonders wichtig, halt für die Nerven, aber halt auch für die Blutbildung. Auch verändert sich der pH-Wert im Darm, sodass die Bakterien nicht ihr gewohntes Milieu zum Arbeiten haben. Somit können andere Bakterien oder sogar Pilze sich besser besiedeln. Besondere Bakterienstämme oder auch eine unvollständige Verbrennung der Nahrung sorgen dafür, dass sich sogenannte Metaboliten bilden. Metabolite sind quasi unvollständige Abbauprodukte, die halt dann die innere Schleimhautschicht des Darms angreifen können. Diese Darmschleimhaut kann man sich wie eine Acrylschicht oder eine Silikonabdichtung an der Durchwand vorstellen. In der Durchwand würde das Wasser hinter den Fugen halt hochwandern und würde dann dazu sorgen, dass sich Schimmelpilze halt bilden können. Ähnlich ist das halt im Darm halt auch zu sehen. Das heißt, dieser Darm wird aufgrund dieser Entzündungsprozesse halt immer dünner und löchriger. Und wir sprechen dann von so einem Leaky Gut-Syndrom. Dieser Darm wird gänzlich durch diese Stoffe aus den nicht guten Bakterienstämmen oder den Pilzen halt wirklich zerstört. Damit wird das Immunsystem halt auch immer wieder angegriffen. Das heißt, es zeigen sich im Blut Erhöhungen der akuten Entzündungsparameter. Auch zeigen die Patienten dann Nebensymptome wie eine erhöhte Infektanfälligkeit oder sie sind kognitiv nicht mehr so belastbar und oft müde. Und das rührt halt von einer mangelhaften Nährstoffaufnahme, besonders der Nervenvitamine, die jedoch für das Verarbeiten der Nerven halt sehr wichtig sind. Das heißt auch für die kognitiven Fähigkeiten, Probleme halt zu lösen. Ja, die Antwort zeigt mir, dass es ein sehr komplexes Thema ist und dass, so wie wir es gewöhnt sind bei AgilSmart, das ganzheitlich zu betrachten ist, diese Funktion und der Aufbau des Darms bzw. dessen Heilung und Unterstützung. Und das reiht sich für mich in das System der ganzheitlichen und naturheilkundlichen Betrachtung sehr gut und verständlich ein. Wie läuft denn die von Ihnen erwähnte Darmsanierung ab? Können Sie uns dazu etwas sagen? Wie läuft sie ab? Also grundsätzlich empfehle ich meinen Patienten halt eine Blutanalyse. Das heißt, ich nehme ganz gerne auch einen Hormonstatus ab, besonders halt das Serotonin. Das ist unser sogenanntes Glücksmacherhormon, das halt zum größten Teil auch im Darm mitproduziert wird. Auch sind mir die Stresshormone ganz wichtig, damit ich mir halt auch einen Überblick erschaffen kann, wie steht der Patient denn halt wirklich da? Was passiert halt im Inneren der Organe? Gibt es da vielleicht irgendwelche Auffälligkeiten? Und dann würde dann halt weiter geschaut werden, wie man die Defizite halt aufforsten kann. Und gerne benutze ich halt auch noch die Radionik, also auch ein weiteres Verfahren oder halt die Stuhlprobe, um halt auch da weitere Erkenntnisse rauszukriegen. Gibt es im Zusammenhang mit der Darmsanierung eigentlich Risiken und Gefahren, die wir berücksichtigen müssen, damit wir die Methode auch richtig einordnen können? Gerade hinsichtlich der schulmedizinischen Medikamente muss man gut aufpassen, denn wenn man anfängt, die Leber-Darm-Situation zu verbessern, können manche Medikamente halt wesentlich besser verstoffwechselt werden. Konkret heißt das dann, dass man halt auch die Medikamente reduzieren kann. Das muss aber dann halt mit dem Schulmediziner zusammen halt entschieden werden. Das heißt, der Patient muss halt sehr gut darüber informiert werden, was könnten mögliche Nebenwirkungen halt sein. Das heißt, der Patient verstoffwechselt die Sachen halt wesentlich besser und es kann halt sein, dass zum Beispiel die Schilddrüsenhormone halt besser vonstatten gehen und dass vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass der Patient dann vielleicht ein bisschen Herzrasen bekommt oder häufiger
zur Toilette halt geht. Das sind alles Sachen, darüber muss man den Patienten dann halt informieren und dann kann man dann halt gemeinsam mit dem Schularzt oder mit dem Schulmediziner dann halt auch abklären, ob man gegebenenfalls die Dosierung etwas reduzieren kann. Ich verstehe. Seit dem Erscheinen des Buches Darm mit Charme, der ist ja zum Bestseller geworden, von der Schriftstellerin Endres, das ist eine Arztstudentin, Medizinstudentin zu dem Zeitpunkt, als das Buch von ihr geschrieben wurde, haben wir im populärwissenschaftlichen Bereich ja mehr Verständnis für das Organ Darm in der Bevölkerung bekommen können. Wie können wir den Darm über die Sanierung hinaus noch stark machen, damit er noch besser oder immer besser seine Schutzfunktion erfüllen kann? Gibt es bestimmte Lebensweisen, Ernährungsformen oder vielleicht Verhaltensweisen, die den Darm stärken? Also grundsätzlich empfehle ich halt Lebensmittel, die eine hohe Bioverfügbarkeit haben. Ich finde es auch ganz wichtig, auf den Weizen zu verzichten und stattdessen halt lieber auf den Dinkel vielleicht umzusteigen, denn es hat sich einfach gezeigt, dass sehr viele Patienten halt wirklich auf den Weizen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten halt zeigen können oder sogar allergische Reaktionen zeigen können. Des Weiteren empfiehlt es sich halt auch nochmal genau die Kohlenhydratzusammensetzung der Nährstoffe halt nochmal anzuschauen. Das heißt, die Kohlenhydrate sollten halt eher langkettige Kohlenhydrate sein, auch reich an Ballaststoffen dann sein. Die werden vom Darm halt wesentlich besser verarbeitet. Und das führt auch dazu, dass der Patient sich halt auch gesättigter fühlt und insgesamt halt auch nährstoffreicher sich empfindet, weil da halt auch ganz viele Nährstoffe halt auch im vollen Korn halt mit drin sind. Es gibt aber auch Därme, die halt sehr gut auf Ballaststoffe noch mitarbeiten können. Das heißt, sie können wunderbar auch da noch Energie rausziehen und dann da gegebenenfalls eine Low-Carb-Ernährung halt empfehlenswert. Also da muss man ganz individuell auf den Patienten halt schauen, was ist denn jetzt wirklich für ihn halt das Beste? Wie reagiert er halt darauf? Und das kann man halt wirklich nur herausfinden, wenn man ganz konkret mit dem Patienten halt zusammenarbeitet und auch immer wieder hinterfragt, was hat sich denn jetzt verändert? Was ist positiv? Was ist vielleicht nicht so positiv? Das wären halt ganz wichtige Sachen und das kann man halt wirklich nur aus dem Gespräch herausfinden. Gerade der Stress führt zu einer nicht vollständigen Verbrennung innerhalb der Zelle, sodass halt auch Schadstoffe entstehen können, die den Körper zusätzlich noch belasten. Auch ist auf den Vitamin- und Mineralhaushalt zu achten. Gerade die Vitamin-D-Versorgung ist bei den Patienten mit Störungen im Darmtrakt nicht immer so gewährleistet. Das heißt, das Vitamin D ist halt auch ganz wichtig für den Knochenstoffwechsel, aber halt auch für die psychische Gesundheit halt mit zuständig. Und da merkt man halt gerade bei diesen Patienten, die halt Darmprobleme haben, dass denen halt das Vitamin D halt fehlt. Und wenn man das substituiert, dann merkt man das schon sehr positive Veränderungen auch in den kognitiven Fähigkeiten. Was auch dazu gehört, ist den Patienten halt auch nochmal darüber zu informieren, dass halt langsame Mahlbewegungen halt wichtig sind und weniger Genuss und Giftstoffe, wie zum Beispiel Kaffee, schwarzer Tee, Nikotin, Alkohol und Drogen, die halt einfach die Verdauung dann halt auch nochmal runterfahren lassen. Auch eine fleischärmere Ernährung ist sehr sinnvoll. Danke. Jetzt erlaube ich mir gleich zwei Fragen zu stellen. Haben wir eigentlich die verschiedenen Abschnitte des Darms unterschiedlich zu betrachten? Wir haben ja im Rahmen unserer Agile-Smart-Ausbildung schon kennengelernt, dass es niemals Krebs, also niemals Primärtumoren im Dünndarm gibt. Was macht diesen Abschnitt so widerstandsfähig gegen diese heimtückische Erkrankung Krebs? Also müssen wir es unterschiedlich betrachten und was macht den Dünndarm so widerstandsfähig? Die Erklärung ist dafür ganz einfach. Hier findet nur die Aufnahme und die Aufspaltung der Nahrungsmittel statt und die Verweildauer der liegenden Stuhlbestandteile ist halt nicht lang genug. Das heißt, die ganzen Prozesse finden halt wesentlich mehr im Dickdarmbereich statt und das hängt natürlich halt auch damit zusammen, ob der Patient halt unter Verstopfung halt leidet. Und da ist es halt wichtig, dass der Patient auch ganz ehrlich sagt, ja, ich habe halt Verstopfung oder die und die Probleme habe ich. Für den Patienten ist vieles halt einfach normal, weil dieser Weg geht ja schon teilweise über Jahrzehnte und
dann ist das für diesen Patienten halt einfach schon normal. Das heißt, der Therapeut muss da halt wirklich nochmal wesentlich mehr drauf achten. Was gibt der Patient von sich? Wie zeigen sich die Symptome halt auch mehr? Im Darm, so stellen wir Laien uns das vor, herrschen die Parasiten. Es sind Bakterien und Pilze und vielleicht auch eine größere Anzahl von Würmern dort ansässig. Gibt es da Gute und Böse? Und wenn das so ist, wie erfahren wir, welche Parasiten hilfreich und welche gefährlich oder vielleicht krankmachend sind? Wie können wir die unterscheiden? Und ich möchte auch deshalb fragen, weil wir mit der Frequenztherapie Agile Care ein Verfahren in der Hand haben, das Parasiten selektiv zerstören kann. Also wie können wir die unterscheiden? Ein Teil der Parasiten lässt sich anhand der Symptomatik der Patienten schon erklären. Patienten klagen zum Beispiel über Juckreiz am After, unter der warmen Bettdecke, oder man findet halt Auflagerungen des Stuhls mit Parasitenbefall. Auch im Blut kann es Auffälligkeiten geben, so zum Beispiel durch Erhöhung des sogenannten Immunglobulins E. Innerhalb der Radionik kann man aber auch den Parasitenbefall feststellen. Jedoch muss man auch wissen, dass die Wissenschaftler noch lange nicht alles über den Darm erfahren haben und wir nach dem Verfahren nach heutigem Standard untersuchen können, was messbar ist. Vielleicht ändert sich da halt noch vieles. Es gibt in der Stuhldiagnostik halt auch noch weitere Möglichkeiten, dass man da halt auch nochmal konkreter gucken kann, wie ist der Stuhl zusammengesetzt. Auch darüber hinaus kann man halt nochmal ganz viele Inhaltsstoffe nachweisen. Zum Beispiel hat der Patient vielleicht einen Candida befallen, das heißt ein Pilz, der halt im Darm ist. Oder ist eine bestimmte Menge an Clostridien halt vermehrter, die dann halt auch für Problematiken halt zeigen können. All das kann man halt über die Stuhldiagnostik nochmal ein bisschen genauer erfahren. Ja, vielen Dank. Nun möchte ich noch eine praktische Frage stellen und die Frage kommt natürlich auch hauptsächlich von unseren Zuschauern, Zuhörern. Wie kann jeder selbst etwas für sich selbst aktuell tun? Wohin soll er sich wenden, wenn er Interesse hat? Und wie hat er sich auf eine Darmsanierung vorzubereiten? Gibt es Möglichkeiten zur Selbstbehandlung oder sollte man sich unbedingt an Sie oder an Ihre Fachkolleginnen und Kollegen wenden? Also ich denke, wenn der Patient konkret Probleme hat, sollte er sich halt wirklich an einen geeigneten Arzt oder Heilpraktiker hinbewegen, der sich vielleicht auch auf Darmerkrankungen spezialisiert hat. Auf die Darmsanierung an sich muss man sich nicht großartig vorbereiten. Das hängt halt so ein bisschen von den Laborbefunden ab. Diese bestimmen halt den Weg. Sollte erstmal ein Hausputz im Darm stattfinden, erhält der Patient ein spezielles Sanierungspaket. Das heißt, das kann halt auf vielfältige Art und Weise stattfinden. Das heißt, über homöopathische Mittel. Das kann aber auch durch spezielle Reinigungspräparate für den Darm sein, sodass auf jeden Fall die Ausleitung des Darms halt stattfinden kann. Und da empfiehlt es sich halt wirklich, dass der Patient an einem freien Wochenende oder im Urlaub halt startet, weil es wird ja zu Durchfällen kommen und er braucht halt auch einfach so die Ruhe, sich auch wirklich mental darauf vorzubereiten. Das heißt, er sollte halt wirklich aus dem Berufsalltag oder aus dem Alltagsgeschehen auch die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen. Zusätzlich geben die Laborbefunde ja auch Hinweise, wie gut das Immunsystem funktioniert. Und dort kann man dann gleichzeitig auch mit der sogenannten Mikroimmunhomöopathie halt ansetzen. Das heißt, die Homöopathie aktiviert halt die Selbstheilungskräfte. Und da kann man dann ganz genau schauen, welche Immunparameter sind vielleicht halt geschwächt. Und die kann man in homöopathischer Dosierung dann halt auch den Patienten unter der Therapie halt mit dazugeben. Sinnvoll ist dann halt auch die Verwendung von Pro- oder Präbiotika oder halt der Einsatz von Vitalpilzen, denn Vitalpilze sind halt auch wunderbar im Hinblick auf Autoimmunerkrankungen oder halt auch bei Krebs. Mutter Natur bietet uns halt ganz viele Hilfen an, trotz allem ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass der seelische Aspekt nicht zu kurz kommt. Das heißt, man sollte sich auch immer hinterfragen, warum ist der Patient in diese Situation reingekommen? Was hat er dann wirklich nicht verdauen können, nicht verarbeiten können? Denn all diese Emotionen speichern sich halt im Darmbereich ab. Und da gilt es natürlich halt auch, wirklich diesen Reinigungsprozess auf allen Ebenen durchzuführen. Und dort kann man zum Beispiel mit der Quantenheilung arbeiten, systemischen Aufstellungsarbeit,
zum Beispiel nach Hellinger oder halt weiteren systemischen Arbeiten oder halt mittels der klassischen Gesprächsführung, dass man halt einfach wirklich mal hinter der Kulisse des Patienten halt schaut. Ich danke Ihnen, Frau Sauer-Becker, für Ihre außerordentlich interessanten Ausführungen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.